Erhalte einfach einen kühlen Kopf. Ruhig, Ivar. Eivor und ich werden uns... Sigurd, stimmt etwas nicht? Wir werden mit Tona reden. Nur wir beide. Ivar und Ubba warten hier. Tona soll denken, dass wir allein sind. Ich glaube, niemand von uns kann verhindern, dass Ivar ihr den Schädel spaltet. Er hat auf dem Weg über nichts anderes gesprochen. Gut. Sollen wir? Wir kommen gleich zurück. Ein kleines Vermögen für den, der Tona zu Hehl schickt. Ich erinnere dich daran. In Cheopedun klang es, als hätten die Brüder eine Abmachung mit Tona. Was ist geschehen? Sie ist eine Söldnerin. Ubba brauchte ihre Männer und ihr Wissen. Aber ihr Verhältnis ist nicht mehr das Beste, weil sie Burgrad nicht besiegt haben. Ich habe gehört, Tona dürfte das nach zwei Dingen. Weiches Silber und hartes Bettgeflüster. Beides deutet nicht auf Treuseligkeit hin. Wenn man ihr nicht trauen kann, was bringt sie uns? Das müssen wir herausfinden. Vielleicht können wir sie zufriedenstellen. Und wenn wir das nicht schaffen? Ivar sagte, du sollst deine Axt mitnehmen. Da sind sie ja. Wie erwartet. Sigurd, warum kommst du an diesem lebhaften Tag in mein Lager geschlendert? Ich vermute, das weißt du bereits. Ja. Der Gestank glühender Kohlen verrät dich. Und doch bist du hier, um zu reden. Also ist Burgred wohl unauffindbar. Und wer bist du, mein Täubchen? Willst du deinen Arsch in meinen Schoß setzen? Kein Interesse. Und warum nicht? Man sagt mir eine äußerst begabte Zunge nach. Die du anscheinend nur zum Krakehlen benutzt. Genug Geschwätz. Du weißt, warum wir hier sind. Wo König Burgred ist, das wollt ihr doch wissen. Und warum denkt ihr, ich hätte die leiseste Ahnung davon? Wir haben Briefe gefunden. Aufzeichnungen eines Handels. Was soll ich sagen? Der König zahlt gut für meine Dienste. Wenn ich nur dasselbe über diese Ragnarsson-Dummköpfe sagen könnte. Du redest aber gerade mit mir. Und ich will wissen, was du weißt. Nenn mir deinen Preis. Also gut. Ich könnte eine neue Kuh gebrauchen. Willst du mich für dumm verkaufen? Ich halte euch für Bettler. Der Geruch der Verzweiflung. Du hast mich schon verstanden. Nein, nein. Diese Gelegenheit ist ver... Das war nicht der Ausgang, den ich mir erhoffte. Tona behält ihre Geschäftspartner genau im Auge. Wenn Burgred... Sieh, was du findest. Ich gehe zurück. Das Tor bleibt geschlossen. Wenn sie sich nochmal nähern, tötet sie! Was ist da geschehen? Die Herrschaften sind gekommen. Genau wie Toni. Das geht ganz schnell. Beschäftigt die Ratte.
bekam dein Schicksal. Gib es doch auf. Geh die Lunge raus. Nichts zu berichten. Ich muss auf die andere Seite. Thonas Langhaus. Ich sollte mich hier umsehen. Ich muss mich in Acht nehmen.